Ich bin Sophie Hebach-Klöß und arbeite als Diplom-Designerin, hauptsächlich mit Silber und anderen Metallen. Ich habe mich im Studium von meiner relativ schmucklastigen Goldschmiede-Ausbildung gelöst und habe mich eher dem Thema Gerät und Gefäß zugewandt. Ich entwerfe und fertige hauptsächlich Geräte für die Tafel, Objekte wie Vasen, Leuchter, Weinkannen oder Weinbecher, Teekannen oder eben Sahnekännchen und Zuckerdose, wie ich sie für den Friedrich-Becker-Preis eingereicht habe. Diese beiden Arbeiten, die Dose und das Sahnekännchen, sind entstanden aus einer Reihe, wo ich das Thema bearbeitet habe, wie ich aus der Fläche Körper erstelle, die eine fünfeckige Grundfläche haben und dann durch Fräsung und Faltung quasi zu Körpern gebildet werden. Ich habe begonnen, dafür Tombakblech zu fräsen und habe eben so Nuten eingebracht, das geknickt und verlötet, und so sind dann eben Körper entstanden, die diese fünfeckige Grundfläche haben. Friedrich Becker kam es in seiner Arbeit auf die Verschiedenartigkeit der Ansichten an, seine Objekte. Er hat das durch Kinetik umgesetzt. Meine Objekte sind nicht kinetisch, haben aber auch sehr unterschiedliche Ansichten, je nachdem von welchem Winkel man sie betrachtet. Und in dem Fall ist es der Betrachter, der Benutzer, der die Bewegung in das Objekt bringt und so immer die verschiedenen Facetten jedes Körpers unterschiedlich im unterschiedlichen Licht wahrnehmen kann.